Der Regen fällt, doch ich komme in Fahrt. Auch wenn es noch so stürmt, ist mir doch egal. Auf dem Rad durch die Stadt, irgendwo hin. Ich rap diesen Song, macht's auch keinen Sinn. Über mir der Regen, meine Haare sind nass. Doch meine Beats sind gut und meine Rhymes sind krass. Oh mein Gott! Man lässt seine Aggression raus, wenn man Musik hört. Das tut mir gut, das tut Menschen gut. Ich kriege jeden Morgen so einen Hals und ich muss gebremst werden bei dem, was abläuft in der Welt. Den Glauben an die Regierung, hatte ich den vorher? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Wut in unserer Gesellschaft eher negativ bewertet ist, aber ich finde es eine total wichtige Emotion. Hey, hi, ich grüße euch. Ich bin Olli. Hey, Igor. Igor, du bist? Hi, Arian. Arian, dann bist du Mohammed. Richtig. Hey, ich grüße dich. Du bist Quentin. Richtig. Ich habe mich gut informiert und du bist hi. Burak. Perfekt. Ganz genau, herzlich willkommen. Hey, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe einen Hund dabei, mögt ihr Hunde, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein guter Junge. Du bist der süß. Ist ein rumänischer Straßenhund, den ich seit einem Jahr habe. Ist ein Ehrenhund. Süße. Oh, es gibt Pizza? Ja, natürlich. Oh. Da in Bernheim, das ist so ein Kurort hier. Ne? Wie leben hier viele junge Leute oder ist das? Mhm. Oh, junge Leute hält sich eher an Grenzen. Ja. Also ja, eher so ältere Erwachsene. Mhm. Also ist das schon ein bisschen langweilig hier auch wahrscheinlich, oder? Ja, manchmal. Nicht unbedingt. Gott sei Dank ist das Jugendhaus. Ja. Ihr habt euren Song gehört, den ihr gemacht habt. War das das erste Jugendhausprojekt? Ja, gemeinsames. So, wie sollten jeder halt einen Song, also ein Part schreiben, woran man sein, wo, was man erlebt hat. Aus welcher Welt komme ich? Ich komme tatsächlich aus einer nicht wohlhabenden Welt. Ich komme aus einer Welt, wo man eigentlich nicht sehr viel hat. So. Dieses Leid der ganzen Welt, wir fassen es zusammen, damit es euch auffällt. Es ist nicht leicht, aber hört gut zu. Öffnet die Augen, vielleicht wird alles gut. Warum müssen Menschen leiden? Ich sehe Kinder weinen. Kaputte Häuser, kaputte Menschen. Eine Frage, sind das schon die Grenzen? Warum tut ihr uns das an? Blut fließt mein Land. Mütter müssen weinen, ihr lässt Kinder sterben. Eine ganze Generation liegt in Scherben. Ist schon eine wichtige Freundschaft, die ihr fünf habt, oder? Auf jeden Fall. Ja, sehr wichtig sogar. Deswegen 5B. Fünf Bentheimer Brüder. Habt ihr eure Texte alles selber geschrieben? Ja, also jeden Part? Ich finde so persönlich auch jetzt mal zu dem Thema Texte schreiben, ich finde es auch, du bist auch kein Rapper oder kein Musiker, wenn du deine Texte nicht selber schreibst. So. Das stimmt. Ja. Ihr kennt euch schon alle richtig lange dann eigentlich. Ja. Seit ihr kleine Kinder seid, oder? Ja. Aber sagen, ich glaube, Quentin habe ich im Jugendhaus kennengelernt, da waren du, wir. Ja, du nicht, ne? Du kommst aus Syrien, oder? Genau. Genau, ich habe, weiß nicht, du kommst, du bist Türke, ne? Oder ja, Eltern kommen aus der Türkei. Eltern kommen aus der Türkei. Ja. Einer ist Pole. Ich. Du bist Pole. Und du kommst, oder hast deinen Background? Ich komme aus Deutschland, aber mein Vater kommt auch aus Türkei, aber ist Aramäer. Aramäer, genau. Und Aramäer, das wusste ich gar nicht. Das ist eine christliche, glaube ich, Minderheit. Die leben in der Türkei, die leben auch in Syrien, glaube ich, oder? Und in Iran oder so? Ja, Iran in die Richtung da. Und die haben es nicht besonders leicht, ne? Mit ihrem Glauben. Die werden überall gejagt. Und du kommst, du bist. Also, ich bin eigentlich auch Deutscher, ja. Aber meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Also, Kosovo-Albanien. Wie ist bei euch? Wird da Deutsch gesprochen überall? Ja, ne? Nein, leider Gottes nicht. Nee, bei dir nicht? Bei uns wird Albanisch gesprochen. Und du sprichst auch fließend Albanisch? Nein, tatsächlich nicht. Das ist das Problem. Also meine Eltern leben halt getrennt so, deswegen mein Vater redet wirklich konsequent Albanisch mit mir, weil er kein Deutsch versteht, aber meine Mutter redet wohl Albanisch und Deutsch. War das für dich schwierig, so einen Text zu schreiben auf Deutsch? Also das war schon ein bisschen schwierig, weil das nicht meine Muttersprache ist, aber ich habe das wohl hingekriegt. Du sprichst sehr gut. Also ich meine. Und dann war es für dich, musstest du so Reime und alles so überlegen. Haben die anderen Jungs dir geholfen dabei?
Ja. Ich hab dir geholfen. Seitdem ich Kind bin, habe ich immer schon Musik geliebt. So, ist mein Traum. Keine Ahnung, ist so wie so eine Droge gefühlt. Irgendwie habe ich schon jahrelang irgendwie gute Reime gehabt oder so, konnte gut freestylen. Und wenn es so ein bisschen ernstere Themen sind, natürlich so über so Sachen wie, das hatte ich jetzt bis dato, ich glaube auch Familienkrisen natürlich für meinen eigenen Song. Also ich habe tatsächlich auch Gewalt zu Hause erlebt, so. Früher als kleines Kind, aber jetzt nicht mehr so. Man lässt seine Aggressionen raus, wenn man Musik hört. Das tut mir gut, das tut Menschen gut. Nachts ziehe ich mir halt was an, ich tue Kopfhörer in meinen Ohren und dann laufe ich durch die Straßen mit Musik hin. Und dann so komme ich so ein bisschen runter und so. Wer ist denn am Führen? Guck mal, der kommt gar nicht da hinten raus mit dem Ball. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier der schönste Jugendclub, den ich je gesehen habe. Du bist der Stillste von allem. Wir haben bis jetzt am wenigsten geredet. Aber du kommst aus, ich muss deine Geschichte kurz, das interessiert mich voll. Du bist aus Syrien gekommen, 2015 nach Deutschland. Hast du das alles am eigenen Leibe miterlebt, den Krieg? Das ist so, wenn du halt morgens aufstehst, bist du erstmal glücklich, weil du nicht tot bist, weil keine Bombe da war oder irgendwie sowas. Und immer wenn jemand zum Beispiel rausgehen will oder arbeiten, muss man sich erstmal von der ganzen Familie verabschieden, weil man weiß nie, ob man zurückkommt. Das war halt der Alltag ganz normal. Mhm. Auf jeden Fall war es Krieg bis jetzt halt und es wird immer schlimmer und so irgendwie hört es nicht auf. Ist das noch deine Heimat? Ja, also meine Mutter, also meine Eltern und meine Geschwister sind alle hier, sonst alle in Syrien noch. Also meine Opa, Oma, Onkel, Tante, alle. Leben noch alle? Genau, also die sind alle noch in Syrien und so. Aber halt für mich Heimat ist irgendwie hier in Deutschland, in Bentheim, weil ich sozusagen meine Kindheit hier verbracht habe. Mit der Zeit habe ich Deutsch gelernt, weil ich bin ein fremdes Land, ich muss Deutsch lernen. Ich muss alles hier richtig machen und dann läuft das wohl. Und dann habe ich Deutsch gelernt, ich wurde nicht mehr gemobbt. Die alle mögen mich. So, mehr will ich nicht eigentlich. Trotzdem frage ich mich immer noch, warum es teilweise so schwer ist, dass man so lange schon zusammenlegt in der gleichen Stadt und sonst was. Und es oft immer noch so ist, dass man in so Parallelwelten lebt. So. Als ich noch jünger war, habe ich das halt im Freundeskreis gemerkt. Also da hatten sich solche Gruppen gebildet, jeder unter sich und man hat nie irgendwie miteinander Kontakt gehabt. Und das fand ich halt nicht so cool. Als ich hier hingezogen bin und so, war das genauso. Ich hatte keine Freunde, ich wurde gemobbt, alles. Als ich dann im Jugendhaus... Wegen deinem Background? Ja, auch? Alles. Und wegen sprachlichen Fehlern und alles sprach. Aber ihr habt diesen Song jetzt gemacht, der ja doch schon sehr ernst ist und der eine sehr ernste Message auch hat. Ja. Wann hören die Menschen auf, Krieg zu führen? Wann werden sie wieder Menschen? Unter anderem so eine Art ist eine Textzeile, glaube ich. Ne? Das ist so, wenn man das so sieht, dass Religionen ein Grund sind, warum Kriege geführt werden. So, habt ihr euch darüber mal unterhalten oder ist das ein Thema bei euch oder bei euren Eltern? Also ich glaube, unterhalten haben wir uns schon mal darüber und haben wahrscheinlich am Ende des Tages herausgefunden, dass es einfach total dämlich ist. So. Weil ich meine, nur weil dir jemand eine Meinung vorgibt, heißt es ja nicht, dass du die Meinung nicht ein bisschen ändern darfst oder die zu dir passen möchtest. Zum Beispiel, ich wurde jahrelang muslimisch erzogen, habe trotzdem kein Problem mit irgendwie Schwulen, Transfrauen oder irgendwelchen Leuten, die im Islam sozusagen nicht reinpassen würden. Jeder soll sein Ding machen, worauf er Bock hat. Ja. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, wenn die Menschen eurer Generation Erwachsene sind. Weil es ist ja nun mal wirklich so. Es ist egal, wo du herkommst. Kinder verstehen sich, wenn sie einen Raum haben, in dem sie sich wohlfühlen. Ich wünschte, in jeder Stadt gäbe es ein Jugendzentrum wie das hier. Was für eine Party. Oh, ich glaube, jetzt kommt richtig was runter. Jetzt kommt richtig zorniger Kuss, glaube ich. Ja. Ist es noch weit? Ja, es geht. Sollen wir uns sonst lieber irgendwo runterstellen? Scheiße! Shit. Sind die ganzen Nacht Wasser nicht? Wir bleiben hier.
weiter zu. Ihr seid ja gleich nass geworden. Oder willst du einen krasseren Beat? Ist gut. Bruder. Diese Welt in Zeiten der Krankheiten, sie zerbricht in tausende Einheiten. Mütter weinen, Hungersnot, Kinder schreien. Oben wird gefressen, wird geweint. Ja, Mann. Viele Menschen labern Dreck und ich sehe im Fernsehen, wie die Menschheit verreckt. Können wir es schaffen, diese Krise zu bekämpfen? Wann werden wir endlich wieder Menschen? Das Leid der ganzen Welt. Wir fassen es zusammen, damit es euch auffällt. Es ist nicht leicht, aber hört nicht zu. Öffnet die Augen, vielleicht wird alles gut. Ja, Mann. Warum müssen Menschen leiden? Lauter. Ich sehe Kinder weinen. Kaputte Häuser, kaputte Menschen. Eine Frage, sind das schon die Grenzen? Lass es regnen, wir feiern das Leben, Alter. Voll geil. Ach, Mann. Alleinunterhalters ist eigentlich ideale Geschichte, wenn man ein bisschen Eigenbrötler ist vielleicht, ja. Man kann also wirklich die Musik machen, die man gerne selber spielt, muss niemanden fragen. Und ich kann meine Träume verwirklichen. Ich habe, als ich damals angefangen habe, vor gut 20 Jahren, eigentlich immer so das Problem gehabt, wenn ich sogenannte Alleinunterhalter gesehen habe, immer gedacht, verdammt, das kann man doch besser machen. Da kann man doch mal ordentlich singen wenigstens und nicht alles in einer Tonlage. Und hab dann irgendwann gedacht, Mensch, fang einfach mal an. Produzier dir dein Instrumentals, probier das aus mit Gitarre, such und mach dann ein schönes Repertoire zurecht und fang an. So, so a thing you can tell. Heaven from hell, blue skies from pain, in a dark green field, from a cold steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell? Hallo Olli, ich grüß dich. Freut mich voll. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Schöne, idyllische Gegend schon mal hier. Ja. Oder? Chemnitz ist sowieso immer eine Reise wert. Ja, schon oft in Chemnitz gespielt. Und das hier, wo wir jetzt hingehen, ist so deine Residenz, wo du schon oft gespielt hast, ne? Naja, das hat sich so ergeben, weil wir hier proben im Saal. Ja. Und ich kenne die Wirtsleute schon einige Jahre, habe ja immer Silvester alleine gespielt zur Party. Und habe dann gedacht, können wir fragen mal, ob wir hier proben dürfen. Wir sind ja Thompson, die kleinste Rockband der Welt. Zwei Leute, zwei Mann Band. Genau, ein Keyboarder, Gitarre, Gesang. Ansonsten bin ich ja fast nur alleine unterwegs. Ja, das ist so ein bisschen unser Reich hier, wo wir uns auslassen können und probieren können. Wir haben ja auch regelmäßig neue Titel im Programm. Gab es eine Initialzündung für dich als Jugendlicher, die erste Musik oder der Künstler, der dich so angesprochen hat, wo du dachtest, boah. Ja, ich denke, das hat jeder irgendwann. Ja, also gerade im Alter von 16 ungefähr. Ich habe vorher auch schon liebend gerne Musik gehört, Radio lief. Und irgendwann war ein Lied in dieser Hitparade 1980. Das hieß Another Break in the Wall. Und als ich dann durch einen Klassenkamerad die gesamte Platte gehört habe, was vor dem Lied kam und nach dem Lied, dann wurde ich neugierig. Und das war die Initialzündung. Ein Konzeptalbum. Ja. 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 Über Freiheit auch. Und hat das auch einen besonders angesprochen, wenn man damals im Osten gelebt hat, diese Thematik? Auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Dieser Nerv, Protest auszuüben, alleine schon. Ich sehe das den Leuten an, wenn die lächeln, wenn die tanzen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und das ist so der Kick, und das ist so der Startpunkt auch, an den ich mich jedes Mal erinnere, wenn ich irgendwo hinfahre. Wenn es mal nicht so gut funktioniert, was auch vorkommen kann, ja, tröstet man sich natürlich dann mit dem verdienten Geld, ganz klar.
too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die. Ich habe damals Musik angefangen, das war nicht immer mein einziger Wunsch. Ich wollte, es ging mir nie nur um Erfolg, sondern wenn man es irgendwann schafft, seine Miete damit zu zahlen, mit dem, was man am meisten liebt. Wünscht sich jeder Musiker. Kannst du davon leben? Also konntest du vorher davon leben? Auf jeden Fall, ja. Das waren eigentlich vor der Krise 70 Aufträge ungefähr pro Jahr. Das ist ja schon ganz amtlich, ne? Es hat gereicht zum Leben, bis dann eben letztes Jahr der große Hammer kam und nichts mehr ging, außer Grundsicherung. Ich verbinde mit dieser Lockdown-Geschichte, mit dieser langen Lockdown-Geschichte eigentlich Unverständnis. Wenn man sich dann die Frage stellt, war das alles richtig? Haben wir jetzt ganz umsonst unsere Wirtschaft halb zugrunde gerichtet? Haben wir jetzt umsonst zu Hause gesessen und gegrübelt, wie es weitergeht? Die Frage kommt und die Frage quält einen. Und wenn man darauf keine Antwort bekommt, ist es eigentlich noch schlimmer. Was man bekommt, sind die täglichen Argumente, diese täglichen Phrasen eigentlich schon. Den Glauben an die Regierung, hatte ich den vorher? Ich glaube nicht. Es gibt Probleme in diesem Land zu klären, es gibt eine Menge Baustellen. Ja. Und wenn sich die Altparteien nicht darum kümmern, dann ist klar, es werden sich andere Parteien gründen. Und das ist logisch. Und ich wähle beispielsweise AfD nicht, weil die rechts oder national sind. Die sind für mich im Prinzip bürgerlich und haben die Mitte ersetzt, die früher mal die CDU, CSU dargestellt hat oder FDP. So sieht es für mich aus. Mhm. Das siehst du nicht so, ich weiß, ich merke das schon. Nee, ich sehe das nicht so. Aber ich glaube, du bist einer von vielen, die sich entschieden haben, die zu wählen, weil sie von anderen Parteien enttäuscht worden sind. Ja, ich habe den Eindruck, sämtliche Parteien haben sich nach links versetzt. Es wird einfach nach links gerückt, so allmählich, dass es viele auch gar nicht mitbekommen. Die sagen einfach, ich habe mein Leben lang CDU gewählt, das kann doch nicht falsch sein. Aber die CDU hat viele Versäumnisse begangen. Da sind viele Dinge nicht geklärt worden, nicht geregelt worden. Und das ist dann das Ergebnis, dass sich natürlich eine Partei etabliert, die das aufgreift. Aber ich bin ja in erster Linie auch hier, um Sachen zu verstehen und nicht mich zu streiten in dem Sinne. Also deswegen ist es für mich interessant zu wissen, wann so ein Gefühl entstanden ist in dir, der daraus auch resultierte, dass du jetzt irgendwann dich entschieden hast, die AfD zu wählen. Diese Migrationspolitik, also diese neuen Bürger, die hier bei uns leben, diese Umgestaltung der Gesellschaft im Prinzip, die nicht immer nur positive Sachen hervorbringt. Und wir haben das also innerhalb kürzester Zeit gespürt. Also meine Nachbarn in dem Haus, in dem ich zuletzt gewohnt habe, hier in der Stadt, die Nachbarschaft hat sich komplett verändert. Also ich sprach dann kaum noch jemand Deutsch in meinem Haus. Der Vorwurf an Ostdeutsche, rechts zu sein, ist eigentlich, ich sehe das nicht so schlimm. Also konservativ, rechts gehört zum Spektrum wie links. Der Osten ist insofern vorbelastet, er hat ein feines Gespür dafür, wenn eine Diktatur droht. Wir haben das alles schon mal irgendwann durch. Und wir haben schon mal eine Regierung gestürzt, wenn ich das mal so hart sagen darf. Wir lassen uns weniger gefallen als Westdeutsche beispielsweise. Die schiere Zahl der Zuwanderer und auch die schiere Zahl derer, die eigentlich nicht asylberechtigt sind und auch illegal ins Land kommen. Und die schiere Zahl derer, die kriminell werden, ist einfach zu hoch. Aber weißt du das denn? Ich lese jeden Tag. Ja, aber vielleicht liest du auch ein bisschen zu viel, weil die Sachen, die du auf Facebook geteilt hast, auch gegen die Grünen oder über die Geheimakte Christian Drosten, das sind leider schon Sachen, ich habe mir das ja angeguckt, was du da so postest, schon so Sachen, wo ich so denke, das ist auch genauso ein paar Schritte zu weit. Ich kenne jetzt nicht den genauen Post, den du meinst, aber ich weiß nur eins, das sind Informationen, die ich einfach poste, von denen ich finde, von denen du überzeugt bist, dass die stimmen. Und woher, wer gibt dir nicht die immer. Es gibt auch Posts, die ich selber lösche wieder, weil ich dann Zweifel habe irgendwo auch, oder wenn es einfach nicht mehr aktuell war. Es ist einfach eine Informationsquelle und ich gebe auch gerne Informationen weiter, die du über euer Medium beispielsweise nicht erfährst. Und was ist denn euer Medium? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ach so, okay. Ne? Also Tagesschau gucke ich schon ewig nicht mehr an.
Das ist ein gutes Höchstfall. Eine gute Sendung, finde ich, Tagesschau. Nicht mehr. Nee, also immer weniger. Aber vielleicht auch nicht, weil sie nicht das berichten, was du gerne berichtest, was du im Internet liest. Aber die Sache ist ja auch, die von ganz vielen Sachen, die im Internet stehen, werden ganz viele widerlegt. Where is the light that I recognize? Gone away, but I won't cry for yesterday. Tears of ordinary world, somehow I... Die Spaltung der Gesellschaft erlebe ich hautnah eigentlich. Das greift bis in die Verwandtschaft ein, muss ich sagen. Wenn also einer schon eine andere Meinung hat oder deine Meinung nicht versteht, geht das heute so weit, dass man einfach sagt, ich will mit dem Mann nicht mehr zu tun haben. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, der jetzt seit 20 Jahren durch dieses Land tourt und unterschiedliche Menschen trifft, so, dass ich immer gut gefahren bin damit, wenn ich offen auf Menschen zugehe. Wenn ich das nicht mehr tue, dann lebe ich in Angst. Und wenn ich in Angst lebe, dann gehe ich anders auf Menschen zu. Das will ich aber nicht. Wenn ich anti bin zu Leuten, auch wenn die auch zu mir anti sind, dann komme ich nicht weiter. Einer muss einen Schritt machen und irgendeiner muss diesen Prozess starten. Ja, ganz klar. Ich gebe dir da vollkommen recht. Und es nützt aber nichts, also immer nur gutgläubig zu sein und dann irgendwann enttäuscht zu werden. Das hat ja nichts mit gutgläubig zu tun. Das hat ja was mit einer Geisteshaltung und auch mit einer Haltung dem Leben gegenüber zu tun. Mag das sein, ja. Ich sehe es halt anders, sind nicht alle Menschen gleich. Und viele denken halt anders und ticken anders. Ich bin aber trotzdem schon immer ein offener Mensch. Und ich unterhalte mich mit allen möglichen. Das siehst du auch heute, dass ich mich mit dir unterhalte. Ich unterhalte mich auch gerne mit dir. Das ist ja auch gar nicht so. Ich wusste ja auch, dass du anders tickst. Ich habe da kein Problem damit. Man kann immer dazu lernen, das ist ganz klar. Aber ich bin jetzt 57, ich habe schon viele Jahre dazugelernt. Ich habe früher mal ganz anders gedacht, echt. Die beste Meinung ist immer die, die andere Meinung auch akzeptiert und Leuten zuhört. Genau so ist das, ja. Sehe ich auch so. Und wenn du damit bleibst, dann wirst du bestimmt auch noch mal überzeugt werden, dass es noch was Besseres gibt. Sag ich jetzt einfach mal. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich schließe nichts aus, wie gesagt. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal gut. Du denkst, es kann dir hier keiner mehr irgendwas nehmen. Irgendwas nehmen. Fühlt sich so sicher wie vorher noch nie in deinem Leben. Nie in deinem Leben. Dabei bist du der Grund, warum heute so viele fehlen. Du hast sie genommen, ohne einmal zu fragen. Wir können nicht vergessen, auch nicht nach den Jahren. Damals so jung wollte mich nicht beklagen. Ich dachte, das musst du mit mir halt gern sagen. Ey, Marie, verlass ihn, das ist nicht okay. Was er mit dir macht, tut dir nur weh. Du bist eigentlich stark und er steht dir im Weg. Will dich unterdrücken, versucht zu verdrehen. Ich hoffe für sie so sehr, hast dich geändert und machst es ihr leichter. Weiß nicht, was ich machen soll, muss ich zu gucken. Ja, kann ich dir schreiben. Ich will nicht, dass das Gleiche ihr passiert. Frag mich, muss sie drunter leiden. Bei mir vorbei und dann kotze ich. Ja. Geil. Cool, dass ich hier sein darf, ne? Let's go for it. Was war denn für dich so die Initialzündung, das Ding, wo du sagst, Hip-Hop ist mein Metier, ich habe auch Bock zu rappen? So Hip-Hop war vorher gar nicht zu Hause, weil die Songs so, ich werde in den Songs beleidigt, warum soll ich mir es geben so? Ja. Und dann war es ein Konzert von Finna und ich fand es ultra geil, hat mich übertrieben abgeholt und dann haben wir uns getroffen und ich habe mir alles reingezogen und ich fand es so... Es war plötzlich zu Hause und dann habe ich selber immer mehr geschrieben, weil ich gemerkt habe, so ist voll das gute Medium, um irgendwie Scheiße loszuwerden. Die Texte entstehen, wenn ich starke Emotionen habe. So. Dann habe ich das Bedürfnis, irgendwie das zu verarbeiten. Situationen, wo ich das erlebe, mittlerweile kann ich auch wütend sein, so, aber früher zum Beispiel konnte ich gar nicht in dem Moment wütend sein, sondern das... Ich habe mich dann eher selber gedacht, habe ich jetzt was falsch gemacht irgendwie oder mich für irgendwas sogar entschuldigt oder geschämt. Und in dem Moment, wo ich dann die Texte schreibe, kann ich halt wirklich meistens nochmal anders darauf gucken und irgendwie mich nochmal anders damit auseinandersetzen und das auch besser reflektieren, was da eigentlich passiert ist und auch die Wut ungefiltert herauslassen. Ist es auch vielleicht die Erfahrung mit Männern oder so, die dich dazu getrieben hat, so eine Texte zu schreiben? Es ist tägliche Erfahrung, klar. Also es ist immer, wenn mir Scheiße passiert, packe ich das in Texte. So, welche Frau und welche queere Person erlebt keinen Sexismus jeden Tag? Kenne ich nicht, gibt es nicht. Erlebst du ihn jeden Tag? Natürlich. So, du gehst, also das fängt ja, Sexismus ist ja nicht gleich Vergewaltigung. So. Nein, klar, aber das würde ich gerne verstehen nämlich auch. Wo geht okay, das los? Okay, heute, es ist warm. Ich gehe so auf die Straße. Ich habe ein weites T-Shirt an, aber ich zeige Bein. Ja. Natürlich kriegst du einen Spruch. Oder Blicke einfach nur. Du gehst durch manche Straßen und du merkst, alle glotzen dich an. Und dann kommen halt manchmal Sprüche, Pfiffe, so das ist das, wo es anfängt. Das ist das sogenannte Catcalling, ne? Genau. Oder im Büro, auf der Arbeit.
Also, wo du Sprüche kriegst oder wo Situationen passieren, wo du merkst, die passieren nur, weil ich eine Frau bin, das ist Sexismus. Und das passiert ja jeden Tag. Wir haben alle Erfahrungen gemacht, so, keine Ahnung, wenn mir Sachen passiert sind, die ich anzeigen wollte, Digga, die Bullen haben mich ausgelacht. So, krieg erstmal, dass dir jemand überhaupt glaubt. Erstmal muss dir jemand glauben. Und dann musst du auch noch Recht bekommen. Ja, und so, das Rechtssystem, das gibt es überhaupt nicht her, dass du es einfach anklagen kannst. Dann das Kotzen, Krieg, wahrlich, meine Freundin lieb. Ja, ich bin ne loyal Bitch, mache nicht auf Fake den Peace. Wahrlich, dann das Kotzen, Krieg, wahrlich, meine Freundin lieb. Ja, ich bin ne loyal Bitch. Was mich besonders stört an sexistischen Texten im Hip-Hop, dass super viel Gewaltfantasien ausgesprochen werden, wo Frauen vergewaltigt werden oder whatever. Und dass das irgendwie einfach so okay ist und dass Leute sich das ernsthaft anhören und cool finden. Also die ganzen Hip-Hop-Charts bin ich einfach nicht drin, weil ich mit 90% der Sachen nichts anfangen kann. Ich check einfach gar nicht, wie kann man 2021 leben und sowas noch rappen. So. Geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich find's einfach richtig dumm. Als Vater einer Tochter möchte ich nicht, dass die irgendwie in Angst aufwächst und dass die all das erlebt, was viele Frauen erleben. Und das ist so. Und dann alleine hat man schon keinen Bock mehr, diese Musik zu hören. Manchmal ist es einfach grundsexistisch. Und ganz lange ist man damit durchgekommen und gesagt, hey, ist nur eine Kunstfigur. Wenn du einfach sagst, ja, ich mache einfach nur meine Kunst, kann ich ja nichts für, dass so viele die hören. Doch, so, du hast die Verantwortung. Grade. Wie ist die Reaktion von Typen, sage ich mal, auf deine Musik? Also noch finde ich ziemlich viel in meiner Bubble statt und noch nicht viel im Mainstream. Deswegen ist die Reaktion oft positiv, aber wenn ich dann mal auf Bühnen gespielt habe, wo ein anderes Publikum war, dann waren das super weirde Reaktionen. So kommen Typen nach dem Konzert zu dir und sagen, yo, lächle doch mal mehr, warum bist du so wütend, das steht dir nicht, steht deiner Stimme aus, du kannst doch eigentlich singen, sing doch mal lieber irgendwie. Oder alleine schon, dass du überhaupt als Rapperin anerkannt wirst. Also ich komme dahin, es sitzen nur Typen im Backstage, die sagen, ach, von wem bist du denn die Freundin? Ich sage, ich bin Rapperin. Ach, du bist Rapperin, ja. Da bin ich ja gleich mal gespannt, was du machst. Ja, du willst mich gern haben, aber mir nix zahlen. Ich muss dir mal sagen. Ey, ich verkauf mich nicht unter Wert. Nein, ich verkauf mich nicht unter Wert. Ja, du hoffst, dass ich mich nicht wehr. Doch ich verkauf mich nicht unter Wert. Nein, ich verkauf mich nicht unter Wert. Nein, ich verkauf mich nicht unter Wert. Warum ist es so eine Sausage-Party-Hip-Hop? Warum ist es so eine Männerdomäne über fast 20 Jahre hinweg? Naja, die Gatekeeper sind halt vorwiegend männlich gewesen und sind es immer noch. Und dann ist klar, wenn die nicht durchlassen, wenn die Frauen und Queers nicht durchlassen, dann kommen die auch nicht durch. Also wenn die Leute, die die Playlisten bei Spotify machen, die die Labels machen, die die Hip-Hop-Zeitschriften haben und so, wenn das Männer sind und die pushen Männer, so klar, dass dann Frauen nicht gesehen werden und Queers schon gar nicht gesehen werden. Lasst ihr euch gar nicht unterstützen von Männern? Ist es eine Abgrenzung, eine bewusste Abgrenzung von Männern? Was meinst du mit, wir lassen uns nicht unterstützen? Wie also ich meine, es ist Support. Ihr braucht jetzt keinen Mann, der das produziert oder ähnliches, sondern Digga, wir sind alle selber Produzentin. Ja, wozu brauchen wir denn? Ihr braucht niemanden mehr. Aber es würde auch keinen, meine ich damit, ihr würdet auch keinen reinlassen unbedingt. Sonst ist das schon wichtig gerade. Ist ja auch eine Abgrenzung auf eine Art und Weise. Ja, ich denke, es kommt da schon drauf an, irgendwie, also von was für einer Art Männlichkeit man redet. Ja. Wenn es jetzt ein Transmann ist, so würde ich ihn schon reinlassen. Ja, Frauen und Queers. Ich glaube, dass viele Männer trotzdem gerade, auch die euch supporten wollen oder so, verunsichert sind. Was ist eine richtige Haltung? So, ich finde, der beste Weg ist einfach, erst die Leute zu fragen, hey, ich würde dich supporten, wie kann ich das machen? Ja. Ganz einfach. Die Jungs haben immer gesagt zu mir, du bist nicht so wie die anderen Mädchen, du bist cool, du kannst mit uns abhängen. Und ich dachte, das wäre geil. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht wie die anderen Mädchen, die sind scheiße. Frauen sind genauso sexistisch. Frauen lernen, andere Frauen zu hassen. Frauen lernen, Konkurrenz zu stehen. Frauen lernen, sich zu vergleichen. Sie ist besser als ich, ich muss auch so werden. So. Wir können nicht gleichzeitig gut sein nebeneinander. Wo ist diese Struktur entstanden, dass Frauen untereinander sich auch teilweise so zerfleischen und dem anderen nichts gönnen? Guck mal, zum Beispiel, bis vor ein paar Jahren, gehst du zum Label, schickst ihnen die Demos und die sagen, ja, ist geil, aber wir haben schon eine Frau.
So, das heißt, du lernst direkt als, du lernst direkt, okay, alle anderen Frauen sind Konkurrenz, ich muss jetzt irgendwie. Also das ist allein schon ein Beispiel genug, um zu zeigen, so warum. Ich sehne mich gesellschaftlich nach mehr Verständnis für Menschen, die nicht die Privilegien haben, wie irgendwie die mächtigen Leute oder die Leute, die auch Entscheidungen treffen, einfach nach mehr Rücksichtnahme und nach mehr Gerechtigkeit. Aber ich habe schon irgendwie ein bisschen Angst davor, wie sich das politisch entwickelt und hoffe einfach richtig doll, dass es nicht passiert, dass es noch weiter nach rechts rutscht, sondern wieder sich mehr zurückbewegt. Was für zurück in die Küche, Elemente mit der Süße, triff mich schon bald auf der Bühne. Du packst es nicht, war eine Lüge. Nein, ich werd davon nicht müde. Weiter so lange, wie ich's fühle. Guck dabei zu, wie ich übe. Schick an euch ganz liebe Grüße. Ich bin die schlechte Nachricht, nur einen Schuss weit weg. Ich bestimme die Gewinner und Verlierer im Roulette. Meine Fratze ist das Elend, der Hunger und das Leid. Ich bin die Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Ich kriege jeden Morgen von früh bis spät so einen Hals und ich muss gebremst werden bei dem, was abläuft in der Welt. Ich mache Texte über das, was ich sehe, was passiert auf der Welt, in meinem Umfeld, in meiner Beziehung. Das ist ein Reporterjob. Nicht nur einen Schuss weit weg. Ich bestimme die Gewinner und Verlierer im Roulette. Meine Fratze ist das Elend, der Hunger und das Leid verursacht durch den skandalösen Luxus einer Minderheit. Komm rein. Cool. Willkommen. Dankeschön, dankeschön. Gute Fahrt gehabt. Ach, geht so, ehrlich gesagt. Hat durchgeregnet. Nicht echt. Du, als ich hier so längs gelaufen bin, ja. Hier gerade die Gegend, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Sänger vom KGB, deine Band, hätte ich auch nicht gedacht, dass der hier wohnen würde. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe nichts anderes gefunden. Tübingen ist ausverkauft. Ach, ja. Ist doch ganz schnuckelig. Gemütlich. Und sag mal, und die Sachen hier, hast du die alle mitgebracht auf deinen Reisen oder ja, was? Ja, 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 alle, alle. Jedes Stück. Und sag mal, wenn Corona nicht wäre, würdest du jetzt noch im besetzten Haus wohnen? Schwer zu sagen, aber das war mir zu riskant. Ja, ja. Ich wohnte bis jetzt 38 Jahre in einem Haus mit 21, 22 Bewohnern und natürlich alle jünger. Und die Türklinke unten wird gefühlte 3.500 Mal am Tag angefasst. Und deswegen habe ich jetzt mit meiner Frau eine Wohnung bezogen, wo ich wenigstens dieses Risiko eindämmen kann. Es ist eine Umstellung, die so gewaltig ist, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann. Muss mich neu erfinden. War das in dem besetzten Haus, wo du gewohnt hast, bis vom Jahr genauso ordentlich wie hier? Ja, bei mir war es immer. Ja? Ich krieg einen Vogel im Kopf, wenn ich im Chaos kann ich nicht arbeiten. Und konntest du das mit den ganzen anderen Leuten, die da gelebt haben, vereinbaren? Nein, aber mit manchen. KGB, hast du damit Geld verdient? Ich hab in den 30 Jahren 150.000 draufgelegt. Wo hast du die Kohle hergehabt? Fabrikarbeit. Was, in welcher Fabrik hast du gearbeitet? Was Daimler-Benz 30 Mal. 30 Mal? EC, Gretsch Unitas, Rittersport, Schokolade, alles hier um die Ecke. Also wann hast du über Jahre gearbeitet oder hast du gelebt? Nein, sechs Wochen im Sommer, vier im Winter. Wochen im Sommer. Und den Rest getourt? 30 Jahre lang. Und den Rest war mit der Band unterwegs gewesen? Ja, und studiert. Und alles bisschen. Rein und die alle Kohle reingesteckt in die Band? Ja. Weil ohne dieses Glück jetzt wäre ich Hartz IV, ganz klar. Das Glück, das du von deinen Eltern geerbt hast? Ja. Wie war das für deine Eltern, als du dich entschieden hast, Punk zu werden? Oh, hör auf, mein Vater war ganz großer Musiker, so Freizeitdirigent, ne? Und meine Mutter war sehr unmusikalisch. Und die hat dann, meine Mutter sagte zu meinem Vater, Fritz, das mit der Musik, das hat er nicht von mir, das hat er von dir. Dann antwortete er, das ist keine Musik! Wie
Frage beantwortet. Wann ging das los mit dir, mit dem Look, sag ich mal, und dich zu entscheiden, Punk zu sein? 79. Wie alt warst du da ungefähr? Rechne selber aus, ich bin 56 geboren. 56, 66? 66. Okay, du warst Anfang 20. Ja. Und hast Mitte. Mitte würde ich doch sagen, ne? Und hast dann gesagt, so, ich habe Bock auf Punk, ich habe Bock auf die Musik, ich habe Bock auf den Style, der damals, sag ich mal, es war ja am Explodieren, die Punk-Szene. Der Style hat mich nicht so interessiert, die Musik war es und die Texte. Endlich war da wieder was mit einer Bedeutung dahinter. Nachdem die alten Recken alle verreckt waren, Jimmy und so, oder nur noch Larifari gemacht haben. Pink Floyd wurde immer langweiliger und so weiter. Ja, ja. Eine demokratische Gesellschaft ohne Stimmen der Künstler und der Oppositionellen geht vor die Hunde. Es ist keine Demokratie mehr. Für mich war gute Musik nicht denkbar ohne den guten Text. So bin ich Texter geworden. Über die politische Situation in diesem verkommenen Matschball werde ich nie aufhören zu singen und über Ungerechtigkeit in der Welt. Was war denn das Ding? Warum? Weil das bürgerliche Leben hier in Tübingen dich eingeengt hat, weil du keinen Bock da drauf hattest? Natürlich. In Deutschland. In Deutschland. Und deine Eltern haben im Strahl gekotzt wahrscheinlich. Ja. Gab es da irgendwann einen Punkt, an dem sie es akzeptiert haben? Meine Mutter. Mein Vater bis zum Sterbebett nicht. Der fand das scheiße, dass du diesen Weg gewählt hast. Ja, bis zum Sterbebett war ich enteignet. Und ich habe ihn dann noch mehr geärgert und habe gesagt, Papa, das ist mir egal. Ich will den ganzen Krempel gar nicht. Welchen Krempel? Na, sowas. Ach so, okay. Wie blöd ich war. Allerdings hättest du, wenn du nicht geerbt hättest, jetzt nicht hier so ein schönes Haus, ne? Davon rede ich doch. Ja, ja, meine ich. Hat mir den Arsch gerettet. Gab es da eine Versöhnung zwischen dir und deinem Vater im Moment? Ja, in der Sterbephase, in der Intensivstation. Das letzte Dreivierteljahr habe ich mich gekümmert. Und da gab es einen Moment, wo ihr gemerkt habt, oder wo er mit dir Frieden geschlossen hat, oder wo er gesagt hat, ey, ja. Das war gut, oder? War es für dich wichtig? Sehr wichtig. Glaube ich. War nämlich ein guter Kerl. Von meinen Eltern habe ich das Radikale gegen Nazis sein. Die haben zwei Weltkriege erlebt, kannst du ja ausrechnen. Ne? Politisch waren also auf alle Fälle. Mm. Pass mal auf, ich hol mir auch kurz Zigaretten. Musik kann dich ja aus jeder Scheiße rausholen. Aus allem. Tod von Freunden, Tod der Eltern, Verlust der Liebe, Corona, Krankheiten. Die Liste wäre endlos. Jeden Tag nach dem Aufstehen holt mich Musik zurück in mein Leben, das Musik ist. Aber gab es nicht auch Momente in deinem Leben, wo du hast gesagt, Existenzangst hattest und so? Ich meine, das war ja auch immer ein großes Leben. Nee. Die kam dann später erst. Ne? Wann kam die? So mit 60 denkt man öfter an den Tod. Nach einem Herzinfarkt zum Beispiel. Hattest du einen? Ja. Woran liegt das? Hast du einen Grund? Gab es so viel? Gebrochenes Herz. Oder exzessives Leben? Eine gesunde Mischung aus beidem vielleicht. Hattest du Wut in dir, große, damals? Ja, immer noch. Worauf? Auf dieselben Sachen, auf die Ungerechtigkeit in der Welt. Nimm mal ein paar Beispiele, was dich genau ankotzt. Hunger, alles geht kaputt. Alles wird kaputt gemacht von korrupten, gierigen und bestechlichen Politikern. KGB. Mhm. Ich sehe den Weg, den wir gerade gehen, äußerst skeptisch. Ich habe keine großen Hoffnungen auf eine schnelle Änderung. Vor allem, da ja die, die an den Hebeln der Macht sind und wie wir jetzt hier in Deutschland sehen, mit immer weiterer
teilweise heimlicher, vor der Öffentlichkeit verborgener Rücknahme von Grundrechten, die Macht, die diese Leute haben, geben sie höchst ungern wieder her. Das erschreckt mich schon sehr, dass die Linke obrigkeitshöriger teilweise jetzt ist als die Rechte, mit der ich niemals mich verbrüdern würde. Aber ich höre mir das an und sage, da hat er ja gar nicht ganz Unrecht. Aber ich traue es mich kaum zu sagen, um nicht in die falsche Schublade gesteckt zu werden. Ich denke mal, dass du mit 20 oder mit 25 gedacht hast, nie im Leben will ich, wenn ich alt bin, auch in so einem Haus wohnen, oder? Gut, stattgegeben. Also da sitze ich jetzt hier schon manchmal am Tisch und denke, absurd. What the fuck happened? Ja? Was zum Teufel ist denn jetzt passiert, ja? Dass ich nicht mehr in einem besetzten Haus wohne? Ja? Vermisst du das? Teilweise auf jeden Fall. Ja. Es ist was anderes. Es ist was anderes. Aber was das Leben ohne Veränderung. Ne? Egal, ob du wie umtriebig du warst, sag ich mal, wenn du irgendwann 60 bist oder so, dann willst du einen Platz haben, wo du dich wohlfühlst. Und wo mich keiner rausschmeißen kann. Wo dich keiner rausschmeißen kann. Richtig. Je älter ich werde, desto dankbarer bin ich. Ich denke, meine Generation hatte nach dem Zweiten Weltkrieg geboren das unverschämteste Jahrtausendglück, das eine Generation haben kann. Ich habe die Gitarre über die Schulter geschmissen, mein Päckchen gepackt und bin getrennt. Natürlich würde ich ein paar Fehler vermeiden. Alles andere wäre eine Lüge. Aber eigentlich würde ich denselben Weg noch mal gehen, wenn es möglich wäre. No regrets. Hier ist ein Lied, das uns verbindet. Und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück, Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion, in jedem Klang. In jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. Hier ist ein Lied, das uns verbindet. Und es fliegt durchs Treppenhaus. Ich hab den Boden schwarz gestrichen. Wie komm ich aus?